Hier sind wir in Dessau. Das ist die Versuchsfläche, die uns angeboten wurde. Es war hier ein sehr starker Befall von Eichenprotozoonspinne auf den Eichen. Und wir haben jetzt unser BioProtect, das neue Verfahren mit dem Pilz Bovaere basiana, anwenden können. Im unteren Stammbereich haben wir eine Sprühapplikation vorgenommen, im oberen Bereich dann mit Paintballkugeln geschossen. Und darin, in diesen Kugeln, ist dann der Pilz eingeschlossen. Das ist Weichgelatine mit Lebensmittelfarbe. Die zersetzt sich ganz normal, also ohne Bedenken. Und der Pilz dann, der wird so ein bisschen oberhalb des Nestes appliziert, dort wo die Raupen rein und rausgehen normalerweise. Und dann haben wir so einen Sprühnebel, der dann eben diesen Nestbereich komplett abdeckt. Und dann legt der Pilz sofort los. Der Pilz mag es ein bisschen feuchter, darum haben wir abends begonnen. Und nach 8 Stunden ist er eigentlich schon durch. Das heißt, dann hat er das Nest komplett durchwuchert und die Raupen sind tot. Also ein Pilz, der ganz zielgerichtet ausgebracht wird und dann hoffentlich nur die Zielorganismen trifft. Wir wollen das überprüfen mit einem Monitoring-System. Wir haben Leimringe oberhalb und unterhalb des Nestes ausgebracht und werden dann sehen, wer aus dem Nest noch krabbelt, aber auch wer sonst noch auf der Eiche herumkrabbelt. Denn dann können wir zeigen, dass diese Nicht-Zielorganismen auch wirklich nicht betroffen sind. Also ich bin da sehr zuversichtlich, das, was ich jetzt hier gesehen habe, der Pilz wirkt. Und jetzt müssen wir noch die Effektivität noch mal erfassen und die Zielgenauigkeit. Wir wollen dieses System im urbanen Bereich ausbringen, also nach Biozidrecht, denn wir haben große Probleme im urbanen Bereich mit dem Eichenprotozoonspinne. Die Bürgerinnen und Bürger, die eben beeinträchtigt werden durch diese Raupen, ist enorm. Der Pilz Bovaere basiana kommt normalerweise im Boden vor, da hat das feucht und warm und ohne UV. Und das müssen wir so ein bisschen imitieren. Also wenn es zu trocken ist, muss eben mit Wasser ausgebracht werden, damit er wächst und gedeiht. Hier haben wir diese Möglichkeit, eben ein breites Zeitfenster zu nutzen und sehr schnell auch zu agieren. Denn der Schuss, das erfolgt schnell. So kann man also viele Bäume in kurzer Zeit behandeln. Es ist ökonomisch, es ist ökologisch und es ist vor allen Dingen auch für die Anwender wesentlich angenehmer einzusetzen.